Jo, willkommen beim Chroma-Fan. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mich im 1. Oktober wieder melde und dass ich den ganzen Kram offline fertig mache, aber es braucht eine Änderung hier in dem Spiel, weil das Problem steht genau vor mir. Zwar der John Deere, toller, toller Traktor, aber der ist einfach, der hat zu wenig PS. Ich zeige es euch mal gerade beim Händlermenü in der Garage. Die Kreiselecke braucht 115 PS. Und diese Sämaschine, die da hinten dran hängt, braucht 50 PS. Das sind anscheinend 165 dann zusammen. 175 hat der Gute. Sorry. Aber er kommt nicht vorwärts. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich habe hier mal nur hier unten im Flache, das ist ja eigentlich relativ flach hier. Ja, hier unten mal diese Spitze dazu gesät. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen, was das für eine Quälerei ist. Also der John Deere wird jetzt auf jeden Fall ganz dringend ausgetauscht. Ja, seht ihr? Der kommt überhaupt nicht vorwärts. Sobald er ein bisschen Geschwindigkeit hat, schaltet er wieder hoch in den nächsten Gang und dann geht wieder gar nichts. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich das Schalten manuell übernehmen will. Aber da passt meine Spielweise von den letzten 13 Jahren überhaupt nicht dazu. Ich habe das gerade vorhin mal probiert mit dem Silberschalter. Kann man machen, ja. Würde aber das Video unnötig in die Länge ziehen. Und da habe ich natürlich auch keine Lust drauf. Und jetzt sieht man es mal ganz schön hier auf dieser Bahn, was der sich abquält. Und wenn es dann nachher der Hinneberg hochgeht, will ich eigentlich gar nicht wissen, was dann noch passiert. Also habe ich mich jetzt dazu entschieden, diesen Traktor auszutauschen, mir einen anderen zu holen, einen größeren, einen stärkeren, einen besseren. Auf jeden Fall mit mehr PS. Und gleichzeitig werde ich, seht ihr das? Ja, es geht gar nichts. Und gleichzeitig geht auch dann die Sämaschine gerade mit Flöte. Weil auf das 3 Meter gegondelt habe ich eigentlich auch keine Lust. So, und jetzt fahre ich nochmal schnell am Schrebergarten vorbei und zeige euch mal, was da passiert ist. Weil hier das Feld ist ja auch noch anzusehen mit Gerste. Ja, wenn es hier so hoch geht, das schafft er ja überhaupt nicht. Und jetzt springe ich gerade mal schnell in die Schrebergarten. So, also ich habe hier die Felder all gegossen. Hier sitzt zum Beispiel jetzt Blumenkohl drauf. Das kann man hier an diesem Spate-Schaufelsymbol, kann man hier das Feld. Das ist jetzt das Feld. Da wäre jetzt alles ansehbar von Tomate, Salat, Erdbeeren, Gurke, Blumenkohl oder Zwiebel. Ich habe mich jetzt hier in dem Feld nur für Blumenkohl entschieden. Ja, hier drüben sitzt, glaube ich, hier sitzt Erdbeeren drauf. Genau, Erdbeeren. Hier, das ist, glaube ich, Gurke. Genau. Und hier oben habe ich noch Tomate und hier hinten sitzen Zwiebeln. So, auf jedem Feld ist Dünger drauf, dieser Mineraldünger und Wasser. Dann hier die Äpfel sind komplett gegossen, Produktion läuft. Und die Traubestöcke hier sind auch Wasser drin und die Produktion läuft. Warum das da unten rot ist, das kommt noch von dieser Bodenprobe. So, und den Dünger wollte ich euch zeigen. Wie vermutet, musste ich hier beim Händler diese kleine 20 oder 40 Liter Säcke sind's, musste ich holen. Das ist ein angefangener. Kann es euch gerade mal zeigen. Wenn ich den jetzt so leicht drehe und ganz leicht kippe. Ja, man sieht es da rechts, die 20 als am Wippe. Also dann nimmt man sich den Sack in die Hand, kippt den so ganz leicht und dann kann man da das Feld mit Dünge, also mit Traktordünge oder mit Traktor hier rein, ist gar nichts. Muss alles von Hand gemacht werden hier in dem Schrebergarten. Gut, das habe ich euch gezeigt. Machen wir mal die Tür zu, nicht, dass mir hier einer die Erdbeeren klaut. So, dann fahre ich jetzt mit der Sämaschine auf den Hof. Da gibt es nämlich auch noch was zum Zeigen. Und zwar habe ich die Felder komplett schon die Steine gesammelt. Auch hinter das Feld 11 habe ich mit dem Massey Ferguson gegrubbert. Das hat sehr, sehr gut geklappt eigentlich, außer wenn es natürlich berghoch ging. Weil der Grubber braucht, glaube ich, 100. Gerade schnell gucke. Der braucht 140 PS und der Massey Ferguson hat 170. Also, ist auch nicht. War auch nicht so ganz optimal. So, ein, wie man sieht, ein Kescher habe ich gekauft. Stiel. Jetzt mache ich mir gerade den ganzen Gulasch wenigstens ein bisschen sauber. Nicht, dass ich da Probleme mit dem Händler kriege.
Ja, es tut mir leid, Vette. John Deere, aber ganz ehrlich, nee, das ist Quälerei. Das macht keinen Spaß. Soll ja auch nicht nur euch Spaß machen beim Zugucken, sondern auch mir beim Spielen. Und wenn ich keinen Spaß beim Spielen habe, dann hat sich das sowieso bald erledigt. Da habe ich keine Lust drauf. So, die Sämaschine ist sauber, jetzt geht es nur noch um die Geiselecke hier vorne, weil die ist hier extra. So, aber ich denke nur, das ist jetzt alles schön sauber. So, dann habe ich hier auf dem Jeep, dem Nissan, fachmännisch den Schubkanto verladen, der geht nämlich auch bei Gelegenheit weg. Und hier steht der MF mit dem Steinsammler, das ist auch Quälerei. Aber ich bin jetzt fertig mit Steine sammeln. Kann es euch auch ganz kurz zeigen. Da oben Feld 11 Steine gesammelt. Und hier Feld 5 und 6. Alles super erledigt. So, und jetzt kippe ich die Steine da mal rein. Das ist ja schade, dass man da nicht ganz dicht immer dran fahren kann. So. Ich fände es schöner, wenn man, ich zeige es euch gerade, wenn man da so richtig schön hier hinten an diesen Trichter fahren könnt. So ungefähr wie so wie jetzt. Aber dann kommt kein Abladesymbol. Dieses I zum Abladen. Das ist der Trigger. Bin ich aus dem Trigger schon wieder raus. Das funktioniert leider nicht. Gut. Aber ich kann ja jetzt die Produktion trotzdem mal anschalten. Weil die macht mir ja jetzt aus meinem Wasser, was drin ist. 5600 Liter Steine sind drin und 29.000 Liter Wasser. Da hatte ich hier offline schon ein bisschen was reingekippt. Die macht also aus 2000 Liter Stein und 1200 Liter Wasser 4500 Liter Kalk. Und die aktiviere ich jetzt mal. Ja, zu hören ist nichts. Ist nur noch der Schlepper, der da brummt. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch das alles mal. Und mach das nicht nur alles offline und klär's dann einfach. Sondern ich nehme das gerade mal mit rein. So, und jetzt muss ich mich leider Gottes hier von dem John Deere verabschieden. Und von der Sämaschine. Da hole ich mir jetzt was anderes. Ah ja, da hinten sieht man den Landini stehen mit dem anderen Wasserfass, mit dem größeren. Eigentlich wollte ich hier diesen Drehschemel verkaufen. Aber Gott, die 3000 Euro oder was es da gibt. Da habe ich den so Deko-Zwecke hier auf diese Wiese stellen wollen. Und dann habe ich gesehen, dass mir das noch gar nicht gehört. Das ist einmal hier der Bereich, wo der Hänger steht. Und dann hier oben der Bereich, wo der weiße Punkt ist. Und zwar haben die zwei Wiese mir noch gar nicht gehört. Und dann habe ich die auch offline gerade schnell gekauft. Also jetzt hier geradeaus oder jetzt hier links. Das ist die Pferdekoppel. Und da, wo ich jetzt drauf zufahre, geradeaus, wo die Heuballe sitze, das ist eine Schaf- und Ziegenweide. Die habe ich mir jetzt gerade offline schon mal zugelegt. Und die werde ich dann auch irgendwann im Laufe des Spiels werde mal ein paar Tiere drauf kommen. Dann werden sich irgendwann mal Schafe und Ziege angeschafft und wahrscheinlich auch mal irgendwann ein paar Pferdchen. So, und jetzt fahre ich hier das Gespann mal schnell zum Händler. Und dann kaufe ich mir mal einen neuen Traktor mit einer größere Sämaschinen. Mal gucken, was da so im Angebot ist. Und das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige das gerade mal schnell. Weil hier mit dem John Deere, mit der Sämaschine hinten dran, das ist Quälerei. Er hat, glaube ich, 10 PS mehr wie gebraucht, aber ihr habt es gesehen, eben ohne auf dem Gerade. Er quält sich. Das ist echt nicht mehr feierlich. Macht keinen Spaß. Somit geht das ganze Gespann inklusive Gewicht vorne geht weg und dann wird sich mal ein Traktor mit viel PS geholt. So, ich bleib jetzt einfach hier stehen und dann gehe ich hier zu dem Verkaufstrigger und dann geht eins nach dem anderen weg. Dann haben wir als erstes das Gewicht, das wird immer neu lackiert, ja, repariert auch noch und verkauft. Zack, weg ist es. Dann habe ich diese
Seemaschinen. Nochmal lackieren. Reparieren, das lohnt sich eigentlich immer. Zack, weg. 13,766 plus 2,2 bin ich bei 15,9 ungefähr. Bin ich jetzt schon bei 16,188 plus nochmal 36 Reparatur. Na, nochmal 100 Euro mehr und 36 hat es gekostet. Also das rentiert sich auf jeden Fall immer. So, das wird jetzt auch verkauft und dann geht es schon Tina Flöte. Neu lackieren. Reparieren. Und tschüss. So, jetzt habe ich wieder 846.000 Euro. Läuft. Ich hätte gesagt, ich gucke mal bei mittelgroßen Traktoren. Ich gucke mal bei mittelgroßen. Und da habe ich mir natürlich auch mal zwei Mods habe ich mir mit reingenommen. Und zwar hier hinten diesen MF8S. Warum wieder ein MF? Weil das nach meiner Suche der einzige Traktor war, wo man Türen, Heckklappe oder Heckfenster und Dachfenster aufmachen konnte. Und dann habe ich mir beide Großtraktoren auch noch ein MF mit reingenommen. Und dieser MF 8700S. Und da kann man, glaube ich, auch die Fenster und Türen aufmachen. Aber dieses Riesenvieh würde ich jetzt erstmal noch nicht kaufen, sondern erstmal hier diesen kleinere. Der sollte eigentlich reichen für den Anfang. Ist wieder ein 8S, hatte man ja schon mal alles. Da kommen dann auf jeden Fall die BGT-Reife drauf. Dann Breitreife plus Gewichte. Breitreife 2. Die stehen ein bisschen raus, finde ich immer ein bisschen, sieht immer ein bisschen cooler aus. Mit Gewichte. Warntafel, ja, nehmen wir mal mit rein. Ja, sieht ganz gut aus. Dann ein Frontlader brauche ich nicht. Motorausführung 325, 225. Ich nehme mal die 325. GBS, klar, nehme ich mit rein. Dann die Hauptfarbe wäre... Oh, ich könnte das jetzt hier umändern. Nee. Uäh. Ja, schwarz könnte man noch machen, gell? Aber dann sieht es eigentlich fast eher aus wie irgendwas anderes. Wie der Fendt Black Beauty. Nee, ich bleib bei dem Rot. So, und dann die Felgenfarbe. Die könnte man höchstens noch schwarz machen. Was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Rot. Nee. Passt doch nicht übereins, also bleibt es beim Schwarz. So, habe ich noch das Kennzeichen. Erfurt bleibt. Dann hatte ich immer hier HB. Und Nummer. Machen wir mal die 74. So, Kennzeichen Farbe, wo ihr glaube ach immer. War das das Grün? Ich glaube ja. Und Moment. Vorne und hinten, jawohl. Hatte ich ausgewählt. Genau. Vorne und hinten. Ist ein Nummernschild drauf. HB74, genau. Für Hof Bergmann. Kostet mich 273.000 Euro. Ist gebongt. Ich bin gerade nur irgendwas am Überlegen. Nein, ist gebongt. Da gab es doch noch so einen Sensor. Aber ich glaube, das war bei dem ganz Große. Wenn ich gerade mal schnell gucke. Da gab es nämlich auch noch so einen Pflanzensensor. Ja, der ist bei dem ganz Große. Alles klar. Gut. So, Traktorchen habe ich. Jetzt geht es um eine Seemaschine. Ich weiß nicht, ob ich es übertreiben soll, aber ich glaube hier 6 Meter Pöttinger. 6 Meter Pöttinger, da ist jetzt nur der Unterschied, wie viel Saatgut ich da mitnehmen kann. Ach, Saatgut habe ich auch eben mitverkauft, gell? So, die kann 8 grubbern vorher. Die hätte 8 Meter. 8 Meter ist, finde ich, ein bisschen 240 PS. Wie viel PS hatte ich jetzt? 325. 270. 210. Oder hier die Kuhn, aber mit dem Fronttank, das gefällt mir nicht. Also hier die Pöttinger, die kann auch kein vorheriges Grubbern oder Flügen nötig. Eine Direktsaat. Ja, die sieht auch ganz gut aus.
Ja, hab ich Trottel Ewe vergesse das Saatgut rauszulassen. Anfängerfehler hoch 3. So, Kennzeichen. Mamamo. HB. Ja, 523. Hört sich gut an. Und dann wird's die. 109.000 Euro. Zack. Zack. Jetzt brauche ich noch ein Gewicht. Zweieinhalb Tonne. Ja, zweieinhalb Tonne. Massey Ferguson Rot. Sind alle nur 3.750 Euro. Zack. Gut, da steht mein neues Saatequipment. Apropos Saatequipment. Da ich Trottel ja gerade alles verkauft habe. Da brauche ich erstmal einen Mineraldüngerpack. Und nochmal Saatgut. So, jetzt habe ich aber alles. Da habe ich wieder mein MF8S. Ich wollte eigentlich was anderes nehmen. Aber. Huch. Oh, jetzt bin ich aber komplett raus. Wenn man einmal den falschen Knopf drückt, ist man gleich in Teufelsküche. Eigentlich wollte ich was anderes nehmen, aber ich zeige es euch, warum ich das genommen habe. Und zwar. Zack. Da kann man mal schön die Tür aufmachen. Dann wieder zu. Da oben gibt es einen. Halt, das war die Heckklappe, genau. Da gibt es eine Heckklappe, die kann ich öffnen. Die Tür kann ich aufmachen und oben das Dachfenster ging auch noch auf. Moment. So, jetzt habe ich es. Da geht das Dachfenster auf. Ja, also. Hinten das Fenster kann ich schön aufklappen, die Seitentür kann ich aufklappen und das Dach kann ich schön aufmachen. Und deswegen habe ich diesen MF gewählt. So, alles klar, das war das Update für den September. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich sehe jetzt hier alles komplett weiter an. Einmal das Feld, wo ich angefangen habe mit Weizen. Nebendran das Feld 6 mit Gerste und das Feld 11. Da kommt dann Gras drauf. Und dann brauche ich ja noch mehr Equipment. Das kommt dann demnächst auch noch mit dabei. Aber das seht ihr dann, ich denke mal, das sehen wir dann alles im Oktober tatsächlich. So, mit diesem Bild verabschiede ich mich. Wie gesagt, das war das Update für den September. Da ist so viel passiert, das musste ich euch jetzt zeigen. Und jo, das war's für den September. Wir sehen uns im Oktober wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.